Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. In der letzten Folge sind wir einmal verhaftet worden, haben dann aber die Polizei doch noch geschafft und fahren jetzt gegen Blacklist Nummer 3 Ronnie, wie es aussieht. Für mich ist die letzte Aufnahme jetzt eine knappe Woche her. Ich bin ja in der Vorproduktion für Ostern. Also für die Osterwoche, in der ich dann nicht da bin. Und deswegen verlieren wir jetzt auch keine weitere Zeit, sondern fangen einfach direkt an. Wir fahren Rundkurs, Sprint und Rundkurs. Das zweite Rundkursrennen scheint sehr kurz zu sein. Schauen wir uns das einfach mal an. Er denkt jetzt auch, er wäre cool, weil er so einen Level 1-Cop besiegt hat. So, ihr habt mir ja gesagt, dass der DB9 wohl sehr gut ist gegen Cops. Könnte ich mir auch vorstellen, weil es ist ja nicht gerade ein leichtes Auto und toll. Ich glaube, dass die schweren Autos besser gegen die Cops geeignet sind. Das würde zumindest irgendwo ein bisschen Sinn ergeben. Auf jeden Fall ist Ronnie sehr schnell unterwegs. Gott. Drei Runden sind wir hier unterwegs. Und im Moment sieht es gar nicht so schlecht aus. Ronnie ist zwar schnell, aber unser Porsche sollte eigentlich recht gut mithalten können. Allerdings geht es natürlich so weiter, ich muss mich einfach völlig konzentrieren. Um keinen kompletten Unfug zu machen, wie sowas zum Beispiel. Thank you.
ja, wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste heute, wenn die Folge rauskommt, schon Karfreitag sein. Für mich ist das jetzt hier die erste Folge dieser Aufnahmesession, weil ich ja letzte Woche gleich 11 Folgen aufgenommen habe. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen durcheinander, aber es müsste heute Karfreitag sein für euch. Also feiertags, doch super. So. Das haben wir gewonnen, dann geht's weiter mit dem Sprint. Kiss me, in was steht da? Am Irish? Ah, in der Tat. Kiss mich, ich bin Ire. Aha. Oh Mist. Ich sollte ein bisschen mehr aufs Fahren mich konzentrieren und nicht so viel anderswo hingucken. Ah, sehr schön, er ist kleben geblieben. Das war schon die Hälfte. Ich fahre einfach gegen jedes Auto, das ist so schön. Macht Bock. Die Woche war super ätzend bei mir. Für euch ist meine jetzt letzte Woche schon fast 2 Wochen her. Und die Folge hier läuft, da bin ich nämlich schon im Urlaub. Also mein Urlaub praktisch fast schon wieder vorbei gefühlt. Naja, so schlimm ist es auch nicht, aber egal. Aber diese Woche war echt super nervig, weil es so wenig bis eigentlich fast gar nichts zu tun gab an der Arbeit. Und dann sitzt man sich da einfach nur dumm und dämlich und fragt sich jede Minute, warum bin ich hier? Moment, ist das jetzt die... Ja, das läuft ja schon mal hervorragend. Ist das jetzt die gleiche Strecke wie im ersten Rennen, nur andersrum? Ich glaube, springen ist immer eine dumme Idee, dann lassen wir das einfach. Also gar nichts zu tun, das finde ich fast schlimmer, als wenn extrem viel zu tun ist und man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Ja, das war dumm.
Weil wenn man extrem viel zu tun hat, dann geht die Zeit wenigstens auch schnell rum. Aber wenn gar nichts zu tun ist, ja, dann machst du halt nichts die ganze Zeit. Und 8 Stunden lang nichts machen, das lässt die Zeit nicht schneller vergehen. Das, also kennt ihr das? Und wenn ja, was habt ihr, was ist euch lieber? Nichts zu tun und rumgammeln oder richtig viel? Ich meine, ich denke mal darüber, dass es am besten ist, wenn man so genau so viel zu tun hat, dass man eigentlich immer was machen kann, aber dass einem die Arbeit nie über den Kopf wächst, ist wahrscheinlich am besten für alle. Ja, moin moin, hier ist Schnittlefty. Diesmal meldet er sich nämlich mitten in der Folge und ja, jetzt ist einfach der VLC-Player gecrashed. Ich musste gerade. Das, was ihr jetzt gesehen habt, gerade eben, ich werde gleich, das ist nämlich dieses Video hier, werde ich gleich erklären, was Sache ist. Diese ganze Aufnahmesession, alles völlig verkorkst, alles komplett kacke, wirklich, wirklich alles kacke. Das ist das Video, was ich gerade aufnehme hier, genau dieses. Das hier ist das Video, weil ich musste nämlich das Video hier einfach, das, was ich aufgenommen hatte, nochmal aufnehmen. Also im VLC-Player, weil wenn ich das Video hier nehme. Moment, ich zeige das mal. Also hier habe ich 4 Folgen. Ihr seht immer hier oben den Titel. Das hier ist 40.2. Das ist 41. Und das ist 42.1. Und das ist 42.2. Sind vielleicht jetzt minimale Spoiler drin. Dürfte aber nicht weiter dramatisch sein. Mir geht es nämlich vor allem darum, euch das zu zeigen. Hier 40.1 will ich jetzt nämlich hier reinschieben, damit ich damit arbeiten kann. Und es sieht so aus, als würde es gehen. So, jetzt lasse ich das los. Und ihr seht, DaVinci macht irgendwas, aber es kriegt die Datei nicht rein. Ich werde gleich erklären, was das Problem überhaupt mit Folge 40 ist. Das passiert dann in diesem Video. Ich bin stinkwütend. Nicht auf euch, keine Sorge. Ihr könnt ja für das alles nichts. Und dann kann ich euch ja jetzt schon mal ankündigen, Folge 41 ist auch cursed, denn in Folge 41 gibt es einfach keinen Game Sound. Warum das der Fall ist, erkläre ich dann hier. Ihr seht, hier gibt es auch 2 Teile von Folge 42, weil da hatte ich mal wieder einen Spielabsturz, aber ansonsten war nichts Schlimmes. In dieser Folge zumindest. Diese Folge hier, 40, komplett cursed. Richtet euren Dank bitte gerne an Amazon bzw. Crucial für ihre Spitzen-SSD. Ja. Und weil ich hier Probleme mit der SSD hatte, habe ich meinen Rechner mal auseinandergenommen, habe dann aus Versehen 2 USB-Stecker in die jeweils, also in einen anderen USB-Port reingesteckt, als ich ihn wieder zusammengesetzt habe, was dazu geführt hat, dass OBS sein Ausgabemedium vergessen hat. Und wenn OBS kein aktives Ausgabemedium hat, dann nimmt es keinen Ton auf. Deswegen gibt es hier keinen
Nee, warte mal, hier gibt's keinen Spielsound in Folge 41, also in der morgigen Folge. Und hier in Folge 40, 24 Minuten, die habe ich hier zwar nochmal reproduziert, aber ist halt nicht dasselbe. Dummerweise fehlt auch das Ende aus dem Rennen mit Ronnie. Das ist super kacke. Und jetzt habe ich hier 3 Minuten kaputt gelabert. Ich wollte euch das eigentlich mal nur gerade zeigen. Diese ganze Aufnahmesession, es sind nur 3 Folgen und die waren super cursed. Also die letzte ging, aber die 2 Folgen hier super cursed. Es tut mir jetzt schon leid für die Drecksqualität, die ihr jetzt zu Gesicht bekommt. Die nächsten 2 Folgen. Ich kann es leider nicht nachstellen, weil ja der Autosave aktiviert ist und so wie ein Rennen absolviert wurde, speichert der und dann ist der Save weg und ich kann ihn nicht wiederherstellen. Ja, es ist ganz toll. Ich hoffe, dass es, also jetzt sind die Probleme aus diesen beiden Folgen, naja, notdürftig gefixt. Also das hier ist behoben, aber das hier ist notdürftig gefixt. Ich kann es ja auch mal hier noch eben zeigen. Ich habe hier, also das iPad ist egal, das ist nur quasi mein dritter Monitor, ist ein uraltes iPad. Egal. Das ist jetzt meine neue Aufnahmeplatte, mein C-Laufwerk, weil meine dritte Festplatte, die eigentlich hier unten, also hier, wo jetzt Netzwerkadressen steht, da war eigentlich noch eine 4 TB Crucial SSD. Das war meine Aufnahmeplatte, die ist tot. Ich erkläre jetzt dann gleich, was da alles passiert ist. Ja, wünsche euch trotzdem noch viel Spaß und es tut mir sehr leid. Und das war's mit Schnittlefty. Tschüss. Tja, jetzt muss ich wohl erstmal was erklären, wa? Also, ich habe eine Crucial MX500 4 TB als Aufnahmeplatte. Die hatte ich mir im November gekauft. 2023. Seitdem habe ich auf dieser Platte aufgenommen und geschnitten etc. Und jetzt ist mir kürzlich aufgefallen, dass diese Platte einen Defekt hat. Also sie hat defekte Sektoren. Und dazu sei gesagt, die MX500 von Crucial, das sind eigentlich sehr gute SSDs, also SATA-SSDs. Fast auf dem gleichen Niveau wie die 870 Evo von Samsung. Das war der Grund, warum ich mir die damals gekauft habe. Es war beim Amazon Prime Day. Hat 185 € gekostet. Inzwischen kostet diese Platte 280 €. Diese Information wird gleich noch relevant. Wie gesagt, die hatte jetzt defekte Sektoren. Ich habe den Amazon-Kundenservice kontaktiert, habe gesagt, hier, die hat defekte Sektoren. Was können wir da machen? Da haben die gesagt, jo, entweder einen Austausch oder sie können ihr Geld zurückbekommen. Da habe ich gesagt, alles klar, dann hätte ich gerne eine neue Platte, weil ich brauche das Ding ja. Mein Geld zurück will ich auf gar keinen Fall, da die Platte ja jetzt deutlich teurer ist als vorher. Das war am Montag. Am Mittwoch hatte ich dann die neue Platte. Nee, gar nicht. Es war am Dienstag und am Mittwoch hatte ich dann die neue Platte. Hab die eingebaut, die alte ausgebaut, vorher logischerweise. Rechner angemacht, Platte initialisiert und dann hat sich, wurde die Verbindung auf einmal getrennt zu der Platte. Dann habe ich den Rechner neu gestartet, dann ging's wieder. Und dann dachte ich, okay, geht ja. Hab dann meine Ordner da drauf angelegt und so weiter, die ich fürs Aufnehmen brauche. Hab noch die Dateien von DaVinci darüber gezogen. Ja. Jetzt heute ist Freitag. Ja, gerade zum Beginn dieser oder der letzten, also dieser Folge oder vielleicht auch der Folge, die ihr nicht zu sehen bekommt, das weiß ich noch nicht. Bin ich gerade nach Hause gekommen. Hab dann die Folge aufgenommen. Die Folge ging 32 Minuten. Dann habe ich auf Aufnahme beenden gedrückt, nachdem ich meine Verabschiedung gemacht habe. Und es hat die Aufnahme aber nicht beendet. Und ich habe gesagt, hä, was ist denn jetzt los? Dann bin ich aus dem Spiel rausgetappt, habe manuell mit der Maus auf Aufnahme beenden gedrückt, weil ich habe ja den Aufnahme beenden Button, den habe ich ja auf meinem Stream Deck drauf und dachte, vielleicht ist da irgendein kleiner Bug oder so und es geht gerade nicht. Also drücke ich da manuell drauf. Ging auch nicht. Ich dachte, alles klar, hat OBS wahrscheinlich irgendeine Macke und habe OBS einfach abgeschossen, weil ich nehme ja in MKV auf. Das heißt, wenn die Aufnahme einfach abgebrochen wird, ist die Datei nicht zerstört oder so. Sie endet dann einfach da abrupt.
Deswegen nehme ich in MKV auf. Es macht zwar größere Dateien als MP4, dafür können die Dateien nicht so einfach kaputt gehen. Dachte ich. Also ist auch so. Und ja, dann habe ich geguckt auf die Aufnahmeplatte. Aha, da ist die Datei. Okay. Habe sie mal auf Eigenschaften geklickt. 37,2 GB, das erscheint mir ein bisschen klein. Und dann habe ich die Datei geöffnet. Das hat erstmal ewig gedauert, bis sie überhaupt... Ach nee, Moment, stimmt überhaupt nicht. Die Platte war weg. Die Platte war weg. Also ich habe keinen Zugriff mehr auf die Platte gehabt. Rechner neu gestartet, war die Platte wieder da. Dann habe ich mir die Datei angeguckt. Datei geöffnet. Hat ewig gedauert, bis sie überhaupt geladen hat. Dann hat sie geladen. Und dann habe ich gesehen, das Video ist nur 12 Minuten und ich glaube 22 Sekunden waren es. Das heißt, es fehlen ungefähr 20 Minuten Aufnahme. Die kriege ich auch nicht mehr wieder, weil, wie ihr wisst, habe ich ja hier auf Autospeichern, Autosave gestellt. Und ich hatte in der Aufnahme davor eben Ronnie besiegt und dann noch hier dieses Drag Race gefahren, plus diesen Rundkurs. Ich denke, wir fahren die dann nochmal. Können wir eigentlich einfach mal machen. Dann ist das zumindest, dann fehlt zumindest nicht alles aus der Aufnahme. Beziehungsweise es fehlt trotzdem und wir fahren das jetzt halt nochmal. Aber dann sind die Rennen zumindest da. Ja. Ich rufe also instant wieder bei Amazon an. Sag hier, die neue Platte ist angekommen, aber sie hat ebenfalls einen Defekt. Irgendein Wackelkontakt, keine Ahnung, funktioniert auf jeden Fall nicht. Verliert die Verbindung. Ist nicht gut. Toll. Ja, und dann? Dann sagt die Dame beim Amazon-Kundenservice zu mir, ja, einen Moment, ich guck mal, was ich da machen kann. Und ich so, alles klar, dann hat das bestimmt 5 Minuten gedauert, die ich dann in der Warteschleife hing, in der sie anscheinend irgendwas geklärt hat. Und das, was sie geklärt hat, war dann, ja, einen Ersatz kriege ich nicht. Warum kriege ich keinen Ersatz? Die Begründung war, weil die Platte inzwischen deutlich teurer ist als das, was ich dafür bezahlt habe. Deswegen gibt es keinen Ersatz mehr. Das ist doch geil. So, das haben wir schon mal gewonnen. Das ging besser als beim ersten Versuch. Dann fahren wir noch das Rundkursrennen hier erneut. Gibt anscheinend immer die gleiche Geldbelohnung, auch wenn man das Rennen schon gefahren ist. Das ist eigentlich cool. Ja, ach so, genau. Und ich habe ja hier den Elise. Da habe ich Motor und Turbo eingebaut. Jetzt haben wir ja alle ultimativen Upgrades. Also, ja, das war auch noch nach Ronnie, aber ja. Und nach Ronnie hat sich auch Mia noch gemeldet mit Juhu, wir sind jetzt in der Top 3. Und das, obwohl wir nichts hatten, nachdem wir aus dem Knast kamen, irgendwie sowas. Und dann hat sich, dann habe ich noch gesehen, dass es eine Nachricht von Ronnie gab, aber ich meine, die hatten wir in der letzten Folge schon gehört, aber die stand auf noch nicht gehört, gelesen, wie auch immer. Die haben wir uns dann auch nochmal, oder habe ich mir dann auch nochmal angehört. Ihr wart ja jetzt dummerweise nicht mit dabei. Ja. Ich habe jetzt jedenfalls, also ich arbeite ja so in der IT-Branche und ich werde die Platte am Montag mal mit zur Arbeit nehmen und mal gucken, was da los ist. Ob das, also was das Problem ist oder ob das Problem wirklich bei der Platte liegt. Vielleicht liegt es ja aus unerfindlichen Gründen jetzt plötzlich doch an meinem Laptop. Also ich meine, die defekten Sektoren von der alten Platte, die lagen mit Sicherheit nicht an meinem Laptop. Aber
möglicherweise der Wackelkontakt, dass der jetzt am Laptop liegt, weil da beim Umbauen irgendwas kaputt gegangen ist. Das kann es eigentlich nicht sein. Aber ich will es jetzt auch mal nicht pauschal einfach ausschließen. Deswegen werde ich dir am Montag mal mitnehmen und mal gucken. Aber mein Prime-Abo, was ich seit 2012 habe, tatsächlich, das habe ich gerade eben gekündigt, weil, also zur Begründung auch noch zu sagen, yo, die Platte ist jetzt zu teuer, deswegen machen wir keinen Austausch mehr, weil sie jetzt halt 100 Euro mehr kostet fast, als die damals dafür bezahlt haben. Das finde ich einfach frech. Also ich meine, Amazon ist ja sowieso ein Das werde ich piepen. Amazon ist ja sowieso ein Drecksladen. Das wissen wir alle. Aber sie sind halt eigentlich unkompliziert. Aber das Das fand ich jetzt einfach nur noch frech. Zwölf Jahre war ich Prime-Mitglied. Ende Mai läuft meine Mitgliedschaft dann aus. Und dann war's das. Ja, jetzt nehme ich auf jeden Fall wieder auf meine C-Platte auf, wo kaum Platz drauf. Naja, was heißt kaum Platz? Also da ist schon ein bisschen Platz, so ein Terabyte ungefähr, aber es ist halt immer ein bisschen nervig, ein bisschen stressig, weil ich dann die Sachen halt immer direkt verarbeiten muss. Aber es geht schon. Und ich habe jetzt halt auch wirklich keinen Bock, mir jetzt noch mal eine SATA-SSD, eine 4 Terabyte zu holen, weil, also Crucial kommt mir jetzt nicht mehr ins Haus. Wie gesagt, eigentlich waren die MX500 immer sehr gute Platten. Jetzt gibt's dann maximal noch die 870 Evo von Samsung. Und die kostet im Moment über 300 Euro. Und es ist jetzt nicht so, als hätte ich die 300 Euro nicht, aber ich will halt, wie gesagt, ja im Oktober mir einen komplett neuen Rechner kaufen. Und da jetzt 300 Euro auszugeben, für was ich dann ab Oktober eigentlich gar nicht mehr brauche, das finde ich irgendwie dumm. Deswegen werde ich das nicht machen. So, das Rennen haben wir dann auch gewonnen. Auch das musste ich beim letzten Mal einmal neu starten. Ja, Achtung, Streife. Aber dann fahren wir einfach noch eins. Ich hoffe und bete, dass ich den Anfang der Folge, die ersten 12 Minuten, 12,5 Minuten knapp, dass ich die irgendwie verarbeiten kann. Weil dann wäre zumindest wenigstens fast alles vom Rennen gegen Ronny noch da. Oder von den Rennen gegen Ronny. Wenn würde nur das Ende des letzten Rennens, das würde fehlen. Wäre dann aber nicht so dramatisch. Bekommen haben wir übrigens wieder Verwarngutscheine. Und außerdem habe ich nochmal ein Leistungs-Upgrade geholt bei Ronny. Oder von Ronny, das war für Reifen.
Und dann wäre zumindest alles soweit. Soweit da. Ja, ich komme ein bisschen verarscht vor einfach von Amazon. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das... Na gut, sie können mir das Geld zurückgeben, dann sind sie quasi vom Kaufvertrag nachträglich zurückgetreten. Ich denke, rechtlich gesehen ist das wasserdicht. Aber... Das finde ich trotzdem absolut nicht okay. Weswegen ich eben auch Prime gekündigt habe. Weil, also auch die Tatsache, dass jetzt ja bei Prime Video einfach Werbung wieder ist, obwohl man dafür irgendwie 90 Euro im Jahr bezahlt. Allein das finde ich schon ganz schön frech. Oder man bezahlt nochmal irgendwie 2 oder 3 Euro mehr im Monat. Aber nee, da habe ich auch nicht gemacht. Ich habe sowieso Prime Video eigentlich überhaupt nicht benutzt. Mehr immer mal so ein bisschen, aber es war eigentlich komplett unnötig, so viel Geld dafür zu bezahlen. Naja, ich werde jetzt dann wohl eher die lokalen Geschäfte unterstützen und da kaufen und den vermeintlichen Komfort, den man bei Amazon hat, dann werde ich darauf eben verzichten. Ja, da muss ich jetzt irgendwie im Zweifelsfall muss ich dann jetzt irgendwie bis ich mir einen neuen Rechner zulegen kann. Zum Glück habe ich da mit nichts von Amazon geplant tatsächlich. Aber bis dahin muss ich jetzt halt irgendwie mit dem zurechtkommen, was im Rechner drin ist, und das ist noch so ungefähr ein knappes Terabyte auf meinem C-Laufwerk. Das ist eine 79 Evo Plus von Samsung. Mit dem Ding habe ich auch noch nie Probleme gehabt. Die kann man wirklich nur empfehlen. Falls das irgendwen interessiert, wahrscheinlich interessiert das nicht mal irgendwen, aber das ist auch okay. Aber ja, ich kann jetzt wirklich nur noch davon abraten, auch Crucial SSDs zu kaufen, sind anscheinend auch alle Schmutz. Wobei ich ja bis jetzt eigentlich mit der MX500 zufrieden war. Die hat ja auch noch funktioniert. Das ist ja, also die hatte halt defekte Sektoren. Und defekte Sektoren sind halt ein Problem, weil es kann eben dann sein, dass sie jeden Moment einfach komplett den Geist aufgibt. Also man sagt, wenn eine Platte defekte Sektoren hat, dann sollte man seine Daten sichern und sich eine neue Platte zulegen. Weil die eben nicht mehr verlässlich ist. Und weil ich eben genau sowas wie das, was ich jetzt hier habe, nicht haben wollte, habe ich gesagt, alles klar, dann gibt es jetzt eine neue. Also beziehungsweise dann kümmere ich mich jetzt darum, dass sie ersetzt wird. Und als sie dann funktioniert, da habe ich gesagt, okay, gut, dann kann ich die alte ja wegschicken. Deswegen habe ich die jetzt auch natürlich nicht mehr. Sonst hätte ich die jetzt einfach nochmal weiter benutzt. Es war nur ein Sektor kaputt. Also die hätte sicherlich noch ein bisschen
noch ein bisschen überlebt, so, aber ich wollte das Risiko halt eigentlich nicht eingehen. Deswegen habe ich die halt getauscht. Und dann ist die neue halt auch komplett im Arsch. Also noch kaputter als die alte. Obwohl die neue, die habe ich gestern über, also nach dem Einbau, nachdem sie dann funktioniert hat, habe ich die auch gecheckt. Die Sektoren da sind alle okay. Ist einfach nur der Anschluss wahrscheinlich hat einen Schaden oder so. Wie gesagt, vielleicht hat auch der Anschluss in meinem Laptop einen Schaden. Das kann ich jetzt natürlich nicht zu 100% ausschließen. Wobei was ich versuchen könnte, ist, ich könnte sie über USB 3 mal anschließen. Andererseits habe ich absolut keinen USB 3 mehr frei. Und ich habe hier schon so einen 10er USB-Switch rum, nicht Switch, sondern hier so einen USB-Hub rumliegen, so einen aktiven 10er. Und der ist auch komplett voll. Es ist einfach alles Müll, wirklich. Bin gerade ein bisschen angefressen. Weil mir da einfach Aufnahme verloren gegangen ist, die ich nicht mehr wiederbekomme. Und wenn ich mich noch so sehr anstrenge, sie ist weg. Ja, eigentlich, also ich muss dieses Wochenende auf jeden Fall 11 Folgen von Most Wanted hier aufnehmen. Damit über Ostern genug Folgen davon da sind, aber ich werde es dann dabei belassen. Eigentlich wollte ich auch noch mehr aufnehmen, also noch was anderes aufnehmen, aber daraus wird nichts. Denn ich habe keine Lust, mich damit jetzt zu stressen. Das heißt, ja, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Weil, wie gesagt, ich habe nur 1 Terabyte, wo ich drauf aufnehmen kann. Das reicht für ungefähr 10 Folgen. Also nicht nur aufnehmen, sondern 10, die aufgenommenen Folgen plus die gerenderten Folgen. So ungefähr 10, vielleicht 15, aber mehr nicht. Und normalerweise mache ich es halt immer so, dass ich dann, ich nehme dann freitags ein bisschen was auf, dann über Nacht lasse ich das rendern, dann am nächsten Tag lade ich das hoch, während ich das nächste aufnehme. Und also am Samstag lade ich das dann hoch, während ich das nächste aufnehme, den ganzen Tag bis abends oder halt wie auch immer. Dann lasse ich das wieder über Nacht rendern. Und am nächsten Tag wird das nächste dann wieder aufgenommen und so weiter. Aber zum Beispiel hatte ich jetzt letztes Wochenende das Problem, dass ich aus Versehen die 11 Most Wanted Folgen, die ich letztes Wochenende aufgenommen hatte, die habe ich aus Versehen als ein zusammenhängendes großes Video gerendert, was natürlich Quatsch ist. Das heißt, ich musste die dann nochmal rendern und dann hätte ich halt nicht aufnehmen können, aber ich habe es dann halt einfach hab dann einfach Most Wanted in der Nacht von Samstag auf Sonntag erst gerendert. Und dann in der Nacht von Sonntag auf Montag habe ich dann das gerendert, was ich dann am Sonntag aufgenommen habe. Oder? Ihr kriegt das schon irgendwie zusammen, was ich jetzt hier für einen Stuss gebrabbelt habe. Irgendwie ergibt es Sinn. Und das kann ich jetzt halt nicht mehr, weil mir jetzt der Speicherplatz fehlt. Darauf wollte ich hinaus. Außer ich lösche Spiele und speichere das auf der anderen Platte, aber da habe ich auch keinen Bock drauf. Es ist alles Mist. Tut mir leid. Bin die Folge jetzt ein bisschen down, die nächste wahrscheinlich auch, weil das ärgert mich wirklich. Ja. Wir haben jetzt 4:30. Ich denke, ich mache jetzt einfach Schluss für heute. Nehme morgen dann noch die anderen 9 Folgen auf. Obwohl, nee, ich nehme noch eine Folge nehme ich noch auf, dann muss ich morgen nur 8 machen, das ist besser. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr weniger Technikprobleme habt als ich. Und
Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, auch wenn das jetzt hier so ein komplettes Chaos war und ich hier am Rumrambeln war die ganze Zeit, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da und schreibt mir natürlich gerne viele Kommentare. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.